Zeit für die letzten zwei Chars im Nuclear Throne Character Showcase. Fish und Vanilla Ice Ice Baby sind noch übrig. Und ich habe schon einmal erwähnt, dass Fish einer der mega basic Chars ist, weil es ja auch einer der ersten ist, die man direkt zu Beginn spielen kann. Deswegen macht es Sinn, dass er simpel gestrickt ist. Aber irgendwie fehlt mir ein Gen für ihn. Aber ich glaube, ich habe immer noch mehr drauf mit Fish als mit Vanilla Ice Ice Baby. Nee, und zwar ist Vanilla Ice Ice Baby so fundamental broken durch seine Rechtsklick-Ability, dass ich euch das kurz mal vor Augen, pun intended, führen möchte. Wir haben als passive Seas in the Dark. Das ist ebenfalls so eine beschissene Passive. Ich meine, okay, als Passive. Hier haben wir More Rats. Geile Sache. Ist faster. Ist eine geile Sache, definitiv. Higher Rate of Fire. Wunderbar. Automatic Weapons. Genial. Find Spread Attack. Perfekt. Jeder einzelne Char hat eine extrem gute Passive, die einem das ganze Spiel über quasi hilft. Seas in the Dark heißt, dass Eis in den Sewern und in der Crystal Cave und in Labs in drei Maps normal sehen kann. Das ist okay, aber generell die View, die man bei Sewer, ich muss mal die Musik wieder reinmachen, ich muss mich nur mal ein bisschen beschweren, ja? Man sieht eben in Sewer, in Crystal Cave und in den Labs genauso wie in anderen Stages auch. Das sind aber nur drei Stages, in denen das relevant ist. Weil Sewer hat nicht drei Level, sondern nur eins. So wie eben auch Crystal Cave und Labs. Also absolut Trash. Und Telekinesis. Auf dem Papier, geil. Und zwar, wenn wir Telekinesis einsetzen und es kommen Bullets auf uns zu, werden die, glaube ich, nicht verlangsamt, aber sie gehen, wenn die auf uns zukommen, gehen die so nach links und rechts aus. Das kann zum Nachteil haben, dass man Telekinesis einsetzt und in die Bullet rein dodgt, was passieren kann, weil die Bullet, glaube ich, nicht verlangsamt wird. Aber gleichzeitig zieht das Gegner zu uns. Und das ist Schwachsinn, denn wenn ich Telekinesis einsetze, um irgendeine Bullet zu dodgen, ziehe ich Gegner, die hinter mir sind, oder auch den Gegner, der onscreen ist, wieder zu mir. Das heißt, wenn er in der Zeit, in der die Bullets an uns vorbeifliegen, eine weitere Bullet schießt, gehen die direkt auf uns zu, weil er direkt vor uns steht und somit die Bullets nicht weit genug abdriften können. Merkt ihr, was ich meine? Und deswegen ist Eis absolut Trash. In dem Kontext starten wir trotzdem mit dem Golden Crossbow. Definitiv, wir müssen nur schauen, dass wir hier ein einigermaßen gutes Layout kriegen für den Oasis-Skip. Den wir anscheinend nicht hinkriegen, also machen wir es ganz normal. Also ich kann mal zeigen, das ist hier Telekinesis. Wir zählen alles zu uns. Das Positive ist, dass wir allerdings auch so mit Waffenkisten und Ammos oder wenn wir Waffen haben und wir wollen eine bestimmte Waffe mitnehmen ins Portal, können wir die ganz gut so dann zu uns ziehen. Und wenn ich den Kollegen mal hierher ziehe, dann wäre das perfekt. So, wenn er mal schießt, oder hier kann ich es auch mal zeigen, mit den Dingern, seht ihr, dass die automatisch abdriften, aber ich ziehe die Gegner eben auch zu uns. Das ist absoluter Schwachsinn. Allerdings ist Eis dafür dann natürlich auch ein sehr guter Melee-Char, weil wir jetzt einfach hier hinstellen können. Wir können den hier herpullen und dann eben hier über die Wand quasi mit Melee arbeiten. Deswegen werden wir mal schauen, dass ich so auf ein Melee-Build gehe. Wir müssen eben nur dann eben auch Melee-Waffen finden, wobei ich eben ebenfalls auch kein Fan von Melee-Waffen bin. Und da haben wir das nächste Problem. Und ein weiteres Problem ist, dass ich ebenfalls hier nur Trash-Waffen momentan habe. Also Single-Target, den ich wirklich viel Ammo-Max haben. Aber gut, okay, wir gehen schon mal auf Long Arms, das heißt mehr Range für Melee-Waffen. Jetzt, wie angesprochen, müssen wir die eben nur noch finden. Okay, das ist eine Melee-Waffe, aber halt eine extrem beschissene. Aber Beggars can't be choosers, ne? Und außerdem, abgesehen davon, repellt das auch keine Bullets, sondern vernichtet die direkt. Von daher ist es okay. Jetzt ziehen wir noch mal ein bisschen zu uns. Keine Ahnung warum, aber machen sie einfach mal. Um einfach mal zu zeigen, wie fucking... Ja, hier haben wir es nämlich. Wie fucking Bullshit... Oder warum das fucking Bullshit ist. Aber wie gesagt, wir wollen uns mal nicht zu viel beschweren. Sie haben nämlich stronger Telekinesis als Throne Butt. Nehmen wir das einfach mal und dann gucken wir mal, wie stark... Ja. Interessanter Soundfall klingt ein bisschen wie aus Spyro 2. Was war's?
Colossus. Geile Stage, definitiv. Umso schlimmer, dass ich das hier mit Eis dann eben auch noch vergleiche. So, den Kollegen mit Telekinesis, die Bullets zu dodgen, könnt ihr vergessen, weil der schießt logischerweise, der hat eine zu hohe Rate of Fire. Und ist logischerweise zu nah an uns dran. Wobei der Kollege eher dazu tendiert, wenn wir in Melee-Range gehen, dass er eher auf uns zucharged. Muss man ein bisschen aufpassen. Schießt dann eher selten. Je nachdem, wie nah man an ihm dran ist. Also da mal ein bisschen aufpassen, weil er auf ein Melee-Build gilt. So, hier. So kann man zum Beispiel Telekinesis ganz gut einsetzen. Wie gesagt, man braucht eben nur eine einigermaßen gute Melee-Waffe. Und ja, mit Stronger Telekinesis, selbst wenn sie sich bewegen, kommen sie dann doch nicht wirklich weg. Was eigentlich ganz okay ist. Gott, wenn man so Eis spielen soll, oder effektiv spielt, dann ist das aber mal sowas von bescheuert. Falls es irgendwie einen Playstyle gibt, den ich nicht erkenne mit Eis, pun intended, gerne in die Comments. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass Eis absolut trashed hier ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich damals überhaupt den B-Skin geholt habe. Aber es muss ziemlich leicht sein. Und ich habe sogar mit Eis geloopt, bevor ich mit Fisch geloopt habe. Das ist auch nochmal das Kuriose irgendwie, weil der Fischloop, der war nicht lustig. Der hat ewig gedauert. Keine Ahnung warum. So, natürlich Rhino Skin. Mein absolutes Nummer 1 Perk. The Perk of Choice. Wir ziehen mal, oder auch nicht. Ja, Stronger, also Telekinesis zählt auch nur für Gegner, die direkt on-screen sind. Wobei der eigentlich on-screen gerade eben war. Aber wie gesagt, wir wollen uns mal nicht zu stark beschweren. Oh. Aber auch zu unserer Verteidigung wieder mal. Fucking Screwdriver is ass. Zu Ices Verteidigung mal. Weitere positive oder eben auch negative Sache kann man sehen, wenn man möchte, ist, dass wir... Ah, doch nicht. Ich dachte auch hier diese Autos zu uns ziehen mit Telekinesis, aber nee, doch nicht. Hätte ich nämlich eher als Negativum gesehen. Neue Wortschöpfung. Ah, schaffen wir schon mal einen Anfang für eine einigermaßen passable Melee-Waffe. Gefight. Ah, wir können sogar hier diesen... Okay, dafür war jetzt Telekinesis nicht schlecht, weil ich glaube, das hätte uns eventuell gekillt. Aber wir konnten den Flammenwerferstrahl gut einmal biegen. Bad Accuracy ist, glaube ich, sogar ganz geil mit der Shovel. Sind wir ein bisschen konzentrierter, allerdings. Das ist gut, das ist gut. Gut, okay. Alright, ziehen wir die Kollegen nochmal ein bisschen näher. Dankeschön. Muss man teilweise sogar nicht mal. Gut. Er ist halt auch wieder so ein Defense-Playstyle irgendwie. Und das habt ihr ja schon bei Crystal gemerkt, dass mir das absolut nicht passt. Jetzt haben wir den Big Dog Fight allerdings erreicht. Longer Arms ist schon geil mit der Shovel. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber das ist schon eine Gönnung. Definitiv. Ob es eine maximale ist, möchte ich mich mal noch nicht äußern dazu. Jetzt schauen wir mal, wie Telekinesis hier funktioniert. Okay, das war okay, das war okay, das war okay. War voll fair. Das Problem ist halt eben nur, dass es auch Big Dog zu uns zieht. Deswegen sage ich ja, das ist so kontraproduktiv. Aber es hat schon sehr gut die Bullets von uns weggehauen. Aber man muss dazu eben auch wieder mal sehen, dass das... Shotgun hätte ich eigentlich mitnehmen können bei Eagle Eyes. Aber da sieht man eben auch, dass das, wie gesagt, so einfach so kontraproduktiv ist. Bloodlust. Voll Defense. Voll auf Defense. Hat direkt auf ihm gespawnt.
Ah, das ist natürlich eine. Das ist. Oh, das ist eine Gönnung. Das ist mal eine Gönnung. Mh. Delicia. Ich glaube, Laserbeams können wir nicht von uns abwinden. Oh. Ja, mal die Plasma Gun. Finde ich eigentlich ganz geil. Bin ein Fan von geworden. Geht wie Plasma durch Crystals. Kann auch mal treffen hier. Und das ist das Problem an der Shovel. Macht nicht wirklich so viel Damage und... Double Shotgun, Machine Gun... Moment. Kann ich das mal ein bisschen hier auseinanderziehen? Also alle anderen Waffen kann ich auseinanderziehen, außer die hier. Ja, okay. Sie hat hier eine verdammt... Gott, was ist das für eine dritte Waffe da? Keine Ahnung. Dass es so eine verdammt lange Reload-Time quasi hat, bis man wieder zuschlagen kann. Und es ist halt auch nicht One-Shot gegen diese Crystals. Aber hier, Double Shotgun mit Eagle Vision, why not? Why not? Aber hier sehen wir auch den Effekt gerade wieder. In Sua haben wir ja auch gesehen, dass wir jetzt komplett alles sehen. In den Suan und nicht nur den etwas kleineren Teil des Screens. Dank Ice unglaublich mega geiler Passive, die absolut gar keinen Unterschied macht. Ein bisschen, aber absolut nicht signifikant. Keine Ahnung, ob Telekinesis da gerade wirklich irgendwas gebracht hat, aber ich habe so das Gefühl. Ich stelle es mir zumindest einfach mal ein. Definitiv Strong Spirit. Aber auch, ne, man braucht anscheinend Throne Butt, um wirklich was Gutes rauszuholen aus Telekinesis, weil es sonst einfach noch weniger macht. Ich werde nicht mehr dazu erwähnen, dass ich Eis nicht mag. Keine Sorge. Das kommt noch das Häufigere. Wir haben noch ein paar Minuten. Und so gut sein B-Skin auch aussieht, genauso ermüdend ist generell der Playstyle. Ah, wollte den gerade mal ein bisschen zu mehr herziehen. Komm mal her. Junge! Fuck. Gut. Das ist doch so ein Char, bei dem man einfach vergisst, dass man eine Rechtsklick-Ability irgendwie hat nach einer Zeit. Die zu euch zu ziehen, ist ebenfalls eher suboptimal, wie ihr euch vorstellen könnt. Genauso wie bei diesen Drecks-Dogs-Kollegen hier. Wie viele fucking Schläge brauchen wir denn mit der fucking Shovel? Aber in der Mitte gesehen, ich glaube, wir sind bei 3. Von Full HP. Zumindest One-Hit gegen die. Pff, Screwdriver, ja, ist klar. Heavies. Was haben wir denn? 5-2, ja, okay. Da kann man Heavy Slugger doch mal in Erwägung ziehen, weil wir als nächstes. Dachte mir schon. Als nächstes haben wir, gute, wie heißt er? Hunter. Little Hunter. Laser Rifle, ja, okay. Hat sich ein bisschen mehr oder weniger selber in die Luft gejagt. Dankeschön dafür, fürs Kooperieren aufpassen. Jo. Okay, Big Boy. Roboy. Wunderbar reingelaufen. Irgendeiner von IDPD ist auf jeden Fall noch am Stizzy. Minimum einer. Irgendwo hier rechts oben in der oben Bereich. Goddammit. Wieder das Problem von diesen langsamen Swings mit der Shovel. Alright, Delight. Okay, noch einer, ja.
Oh, schade, ich dachte. Oh, Deadmats. Ah, nee. Telekinesis zieht ja nicht, wenn der Gegner nicht on screen ist. Hätte ich es früher eingesetzt, hätte mir den eventuell. Der würde das eventuell so einstufen können, dass er sich selber irgendwie in die Luft jagt. Wäre auf meinem Comedy-Level auf jeden Fall sehr hoch angesehen gewesen. Ich glaube, ich nehme mal die die Laser Rifle mit. Wenn ich die jetzt hier runterziehe, ja. Dafür ist es geeignet. Less Enemy HP, jawohl. Und hier wieder die wunderbare Passive greift hier wieder mal für Ice. Dass wir jetzt komplett alles sehen in dem Level. Was aber wie angesprochen vollkommen irrelevant ist, weil die Reichweite, die man normalerweise sieht mit den anderen Chars, einfach absolut ausreichend ist. Red noch mitgenommen, sehr gut. One-Shot. Zeigt wieder, wie viel AP unter anderem Heavy Crystals haben, oder? Super Crystals? Ja. Nennen wir sie so. Minigun, Plasma Rifle. Nehmen wir alles mal mit. Gerade hier die Minigun ist natürlich. Perfekt. Natürlich reicht das wieder mal nicht aus, um hier doch. Jawohl, sehr gut. Oh, Energy Hammer allerdings. X-Raid of Fire. Extrem mies, extrem schlecht. Mag ich nicht. Nicht gut. On. Okay, 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 okay. Nice. Was drückt das direkt weg? Das ist sick. Das ist doch mal was. Aber es homt trotzdem auf uns zu langsam, ne? So, was? Ja doch. Minigun und hier Shovel. Boom. Value. Gut. Also es ist doch wieder geil, Eagle Eyes. Weil ich spiele zurzeit nur mit Steroids. Weil ich dieses verdammte B-Skin anlocken will. Und selbst Eagle Vision mit seiner inaccurate Passiven ist halt echt richtig scheiße. Also sowohl was Triple Machine Gun als auch Minigun angeht. Und so ein normaler Char mit normaler Accuracy auf Eagle Eyes zu gehen, das ist eine Wohltat. Spricht allerdings nicht nur für Eis, logischerweise. Da wollte ich nochmal dazu sagen hier. Nee. Ja. Na, hätten wir nochmal die Waffen mitnehmen können. Oh, da fällt mir gerade ein, wenn wir von Anfang an alle Waffen mitnehmen. Dann haben wir alle Waffen beim Throne und können mit Telekinesis alle Waffen zum Throne mit hochnehmen und einfach durchswitchen die ganze Zeit. Das wäre mal geil. Ich habe rein theoretisch würde das gehen, weil ich glaube, es gibt kein Limit, wie viele Waffen man durch den Teleporter mitnehmen kann. Glaube ich. Das ist natürlich sehr suizidgefährdend, wenn ich jetzt anfangen würde, hier Telekinesis einzusetzen. Drecks-Rat-Ungetüm hier. Und schon wieder so wenig HP. Und warum hält der gerade jetzt so viel aus? Boah, diese Raid of Fire. Ganz ehrlich. Die Raid of Fire der Liebe hier. Okay. Flamethrower. Flare Gun? Okay. Verkauft.
Da haben wir echt einfach keine Ammo für die Minigun. Das ist halt echt bitter. Eigentlich die beste Waffe gegen den Throne, meiner Meinung nach. Oder eine der besten zumindest. Ja. Alright then. Wobei, die Sache ist die, wir können uns den Throne-Fight mit Midi-Waffen, gerade mit einer Schaufel, sehr gut erleichtern, denn diese grünen Blobs, die er losschießt, die kann man mit einer Midi-Waffe tatsächlich sogar killen. Zumindest mit einigen Midi-Waffen und die Schaufel gehört unter anderem dazu. Let's a go! Match! Ist es gut, die Telekinesis einzusetzen? Wahrscheinlich nicht. Moment. Kann ich den Beam wegbeamen? Nee, kann ich nicht. Den Beam wegbeamen. Ihr wisst, was ich meine. Biegen. Nice. Das wird lustig. Genau, hier haben wir es gerade gesehen. Perfekt. Danke. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder das alte Problem, dass wir keine Bullets bekommen. Oh, klick, klick, hallo. Was ist denn hier los? Game, please. Okay. Mit Mühe und Not noch einmal durchgedrungen. So, die Waffe nehme ich mit. Die werden wir brauchen. Da bin ich mir sicher. Okay, scheiß auf die Midi-Waffe. Ich habe noch nie die Ultra-Mutation mit ihm gehabt. Surprise, surprise. Immer noch nicht. Ah, ich hätte die... Okay, ich habe die Schaufel mitgenommen. Nice. Also nicht, dass ich die jetzt überhaupt einsetzen werde, aber okay. Ist okay. Hallo, nice Stein. IDPD rolls through. Ach, nicht geschätzt. Dann machen wir, dass es genug sind. Hehehe. Oh, ich will nochmal eine Shell hier reinhauen, um meine Dominanz zu zeigen. Bitch! Hat funktioniert. Dominanz bewiesen. Ultramutation. Geil. Geil, geil, geil. Okay, Game. Was hast du denn? Sword of Shotgun. Telekinesis holds your projectiles. Push nearby enemies away. When not you... Yes. Sweet. Word. Oh, wie gut. Oh, wie nice. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, hell yeah, boy. Fuck you. Wie geil ist das? Also, push enemies away when not using telekinesis ist ja mal sowas von nice. Holy shit. Ach, okay, es ist automatisch aktiv. Ohne Hände. Heavy Slugger. Nah. Super Flag Cannon ist gerade sehr, sehr gut. Kann ich mir nicht beschweren. Wir nehmen keine Krone natürlich mit. Es würde sich... Das ist so, das ist so, das ist so.
dem Ganzen die Krone aufsetzen. Fuck. Oh, Bandito. Nice. Oh, Bandito. Wie geil dieses Wegpushen einfach ist, dieses automatische. Das ist ja herrlich. Das ist genau das, das Eis braucht. Die andere Ultimate Mutation habe ich schon vergessen, ehrlich gesagt. Okay, das ist einiges, was da hinten ist. Crisis avoided. High value chest. Lovely jubbly. Heavy revolver, sledgehammer, double shotgun. Na, ich bleib bei den. Beim altbewährten. Oh, aufpassen. IDPD rolling through, what up, bitches? Da muss ich gerade nochmal Telekinesis einsetzen. Ho! Ja, der gefährlichste von allen. Okay. Sewer. So many rats. Ah, fuck. Der Shellmangel. Jesus Christ, wie viele IV-Kollegen haben wir denn da oben? Ihr habt euch irgendwo verlaufen, glaube ich. Jesus. Would you take a look at this? Um mal Resident Evil 1 zu zitieren. Ach, goddammit. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Keine Ammo für nix. Ich hab für nichts Ammo. Oh ja. Oh ja. Nee, das... Das ist suboptimal. Dead. Keine Ammo für gar nichts. Alles Gute ist, wir haben sogar schon fast unser Zenit erreicht. Das heißt, wir können direkt den Daily beginnen. Mit Eis. Schauen wir mal, wie wir das abschließen heute. Wieder mal ein Schal, der wunderbar durch Waffen gecarried wurde. Lag definitiv nicht an der Glanzleistung von Eis. Crossbow ist okay. Slower Enemy Bullets. Ist eigentlich, also Slower Enemy Bullets ist ebenfalls etwas, das natürlich wunderbar synergiert mit Telekinesis. Das ich sowieso nicht einsetze, aber immerhin. Ist auch so natürlich hilfreich. Aber gerade weil dann eben die Bullets ein bisschen mehr Zeit haben, auseinander zu, oder weg von uns wegzugehen, weil sie eben einfach langsamer sind. Da macht es vielleicht auch ein bisschen weniger aus, wenn man einfach die Kollegen zu sich ranzieht. Und die direkt einmal im Gesicht quasi die Waffe zücken. Oder abfeuern. Jetzt kommt mal alle hier ein bisschen Gemeinschaft. Kommt mal alle hier ein bisschen zu mir. Man kann auch mal reden mit gemeinsam. Man kann das auch eventuell mal ausdiskutieren. Aber alle so hintereinander, da wollen wir mal nicht. Mal schön Massenhysterie, mal schön Chaos. Das kann manchmal auch hilfreich sein. Natürlich aktiviert das die Waffenchest, das war mir auch schon fast klar. Gehen wir mal davon aus, wir finden... Oder wir kämpfen größtenteils mit Ammo-Weapons. Hätten wir das gehabt, hätte der Spieß auch ganz anders aussehen können. Der letzte Run. Aber ganz ehrlich, ich habe die zweite Ultra-Mutation schon komplett vergessen. Also irgendwie meistens so. Ultra-Mutations sind immer geil. Aber es gibt immer eine, zumindest für mich, die einfach so um Längen besser ist als die andere, dass ich die andere schon komplett vergesse. Aber interessanterweise, mit den ganzen Chars, mit denen ich gut klarkomme,
sind wir, glaube ich, nicht so weit gekommen wie mit den Chars, also Chicken, lag aber auch wirklich an der Double fucking Auto Flame Shotgun. Mit den Chars kamen wir, von denen ich dachte, dass mit denen ich am schlechtesten bin, mit denen kam ich bisher, glaube ich, am weitesten, ironischerweise. Also wir könnten doch mal ein Melee-Build versuchen, damit bräuchten wir allerdings definitiv Kills lower your reload time. Dann könnte sogar so eine Sache wie Schaufel extrem geil sein. Hab ich nur gesehen, ja. Genau, den Kollegen wollte ich mir jetzt ein bisschen weiter runterholen. Pause. Ja, wir haben gerade auch das Benden von diesem Feuerstrahl gesehen, ohne Throne Butt. Ist halt fast nicht vorhanden, ne? So, ja, das ist so eine Sache, ne? Auf einem offenen Feld ist Telekinesis geil. Shit. Weil wir damit eben dann verhindern, dass die ganzen Bullets auf uns zukommen. Gleichzeitig ziehen wir aber alle zu uns. Unter anderem auch diese Drecks-Assassins übrigens. Und deswegen ist es wieder Trash. Aber das haben wir, glaube ich, mittlerweile alle verstanden, warum das absolut schwachsinnig ist. Wenn's Gegner nicht zu uns pullen würde, ne? Dann wäre das geil. Dann wäre Telekinesis sehr gut. Ja, nicht sehr gut, aber es wäre weniger schlecht. Sagen wir es mal so. Zumindest zieht es keine Destructibles, also keine Autos oder Barrels zu uns. Immerhin. Das hätte nämlich noch gefehlt, dass es das auch noch pullt. Nein, oh, ein Sniper von hinten. Da ist auch komischerweise auch gleich noch eine Tonne, die in eurem Gesicht explodiert. Geil. Interessanter Soundfall gerade. Pop Rifle Plasma? Okay. Obwohl, ne, hm. Was haben wir hier noch? Ja, das war hier, genau. Das war halt so ein Load-Up-Ding. Ist halt wenig Ammo, ne? Das ist so das Problem bei beiden Waffen. Okay. Ja. Letztendlich, aber ich habe es. Jetzt haben wir. Genau, 3-3. Das heißt, Big Dog. Ah ja, Big Boy. Goody, 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 goody. Ah. Rockets fliegen noch schneller auf euch zu mit Telekinesis, habe ich gerade festgestellt. Ich glaube nicht, dass das wirklich Sinn und Zweck ist, warum ich Telekinesis einsetze. Nicht wirklich. Heavy Grenade Launcher. Heavy Waffen sind eigentlich immer ganz geil, aber Grenade Launcher. Ist genauso ein One-Shot gegen die Kollegen hier wie ein Crossbow. Wobei, das könnte ein One-Shot sein gegen die Super Crystals. Die hier. Wäre noch zu Pinhead irgendwie. Das war genau eine Fake-Chest. Hab ich gerade eben noch mitbekommen. Hat gerade noch mal sein legeres München geöffnet. Ist mir nicht entgangen. Hab ja auch Augen im Hinterkopf. Zumindest als Eis. Wobei, nee, nicht mal, ne? Jo. Ja. Yes. Direkt mal der Upgrade vom Crossbow auf den Auto-Crossbow. Trash. Alright then.
Oh, ja, okay. Ja, hier, ne? Dass fucking Telekinesis nichts gegen die bringt, sondern uns eher noch schneller down macht, stört mich. Weil das sind weiterhin Kollegen, mit denen habe ich ein Problem. Wenn die nämlich einmal außer Rand und Band geraten und einfach in 80.000 verschiedene fucking Ecken dodgen, das ist ein Problem und da hilft Telekinesis nicht. Da hilft es eher den Gegnern und das ist eigentlich nicht das, wofür ich meine Rechtsgebildete gerne einsetze, sondern eigentlich eher für mich. Ich bin ein bisschen stur und eigensinnig in dem Kontext, muss man ja aber auch sein. Fucking. Genau das meine ich. Genau davon spreche ich. Danke, dass du es nochmal veranschaulicht hast. Wird noch ein paar Mal in Aufnahmen allerdings vorkommen, deswegen musst du nicht jetzt dein ganzes Zenit schon verbraten. Singular, aber ich meine natürlich jeden einzelnen von euch. Ihr seid alle was Besonderes. Besonders nervig vor allem. So, ich ziehe die mal ein bisschen zu mir. Vor dem habe ich am meisten Panik gerade gehabt. Ich will nicht, dass sie den IDP, die Schrein da aktivieren. Jetzt habe ich die mal ein bisschen weggepult. Ganz vergessen, dass die angreifen können. Gut. Ja, der hat nur auf seine Chance gewartet da unten. Okay, kommt hier nicht durch. Fettshaming, wunderbar. Gut. Ganz gute Waffen eigentlich gegen Lil Hunter, hoffe ich. Okay. Wir hoffen auf ein gutes Layout. Ansonsten hätten wir Hammerhead nehmen sollen. Hammerhead? Na, ist okay. Spawnt hier. Ah, direkt auf dem Health Kit. Nice. Crossbow ist verdammt stark gegen ihn. Wir haben gesprochen, ich glaube, 4 Crossbow Bolts waren das. Und mit dem Auto-Crossbow hat man die relativ schnell hintereinander abgeliefert. Deswegen definitiv die Weapon of Choice gegen, zumindest meiner, von meiner Wenigkeit, gegen Lil Hunter. Macht schön einen kleinen Pinhead Hellraiser aus ihm. So, diese Gold-Versionen da, ne? Die holen mich viel zu oft in letzter Zeit. In meinen privaten Runs. Weil die meisten in irgendwelchen öffentlichen Ecken sind. Und man da nicht so einfach wegkommt und man meistens Steroids spielt. Und das ist von Nachteil durchaus. Ach Gott. Was war denn das für eine. Was war denn das für ein Aiming? When 360 goes wrong. Nein, ja. Heavy Revolver? Nee, nee. Bazooka? Nee. Wir haben aber. Ja, wir haben Gamma Guts. Das heißt, wir können eigentlich in die Gegner nur. Eigentlich nur reinlaufen. Und die gehen drauf. Zumindest genau hier die Fischkollegen. Oh, den habe ich ja fast übersehen. Ola! Nicht die Mine. Ich will aber die Hände nicht vom Keyboard wegnehmen und auch nicht von der Maus, weil es kann gut sein, dass so ein Allahu Akbar-Kollege irgendwie auf uns zugerannt kommt oder eben einer von diesen Soul Crystals und uns dann ordentlich mal zeigt, dass wir eventuell dann doch die Hände am wichtigen Bereich des Lebens lassen sollten. Okay. Gamma Guts ist halt schon eine geile Sache. Hier, noch mehr, jawohl. Sehr gut. So, irgendwo ist noch einer. Ah, die waren auf einer Mission. When the Hunter becomes the Hunted. Noch einer.
Ich hätte auch Telekinesis einsetzen können, eigentlich fällt mir gerade ein. Naja. Oh. No. Gut. What the fuck? Ich glaube, der wollte gerade auf uns spawnen. Nice. Nicht mit dem Commander, Freundchen. Nicht mit dem Commander. The sweetness. Good shit. Nicht die besten Waffen allerdings. Bin mit der Plasma Gun noch nicht ganz so zufrieden. Vielleicht kann man die austauschen gegen die Flame Shotgun. Wir haben leider nicht Eagle Eyes. Wenn wir darauf spekulieren, dass wir Eagle Eyes in der nächsten Rotation haben und nichts Besseres. Ich wüsste gar nicht, weil es jetzt auch so viel besser wäre, ehrlich gesagt. Dann können wir das. Aber wir haben doch fucking. Wir haben Telekinosis! Telekinosis! Wir können ja einfach alle Waffen mitnehmen. Ganz vergessen. Interessanter Lag gerade. Woran das wohl lag, ha? Na, meint. So, mein Freundchen. Ah, da haben wir euch. Ulala. Der wird ja wieder aufmüpfig hier. Laser Minigun. More like mini, no? Hallöchen. Ja, was haben wir hier? Ist es nicht mal wert, zu versuchen, das irgendwie hier durchzubekommen? Gute Wahl. Wir sind committed, mehr oder weniger. Aber das sind wieder so... Moment! Ich habe eine Idee. Yes, big boy. Das wird ein bisschen dauern, aber... Ich sag mal so. Das ist auf jeden Fall wert. Die Discount nicht unbedingt... Aber die Double Flame Shotgun und teilweise auch die Laser Minigun schon. Die können wir eigentlich benutzen, um... Ich leg die mal hier bei den Generatoren ab. Direkt dazwischen am besten. Dann können wir schön auf die wechseln. Go! Falsche Waffe. Die wollte ich. Problem. Get ready for my sweetness! Und wir nehmen die Waffen mit. Sehr gut. Bitte gebe freudig, was AP angeht. Na, da war HP!
Damn it. Damn it. Ja, genau da war sie. Naja. Aber dafür, dass das Eis war, lief das doch gar nicht mal so schlecht. Platz 246, ja, natürlich. Why not? Why not? Lief schon mal definitiv schlechter. Was haben wir denn hier bei Top? 1-3 Loop 17 mit Chicken, ist klar. Loop 12 mit Crystal, ja, natürlich. Ansonsten haben wir hier Horror, YV, Crystal. Warum so viel Crystal heute? Ist internationaler Crystal-Tag? Teilweise auch Horror. Also Crystal, Horror sind so die Top-Picks. Zumindest für heute aus irgendeinem Grund. Hm. Ansonsten haben wir hier auch, genau, Leute mit Eis, wie wir hier sehen. Okay. Okay, meine lieben Freunde, das war's dann auch schon für den heutigen Part von Nuclear Throne mit Eis. Lief komischerweise, genau wie bei Chicken, doch gar nicht mal so schlecht. Trotz jetzt nicht unbedingt der besten Waffen, aber zumindest konnte ich auch mal zeigen, dass Midi-Waffen gegen den Throne-Fight gar nicht mal so schlecht sind, weil man eben, wie angesprochen, diese grünen Partikel eben sofort zerbersten kann. Nachteil dann natürlich wieder die extrem niedrige Rate of Fire, weshalb ich da nicht wirklich ein Fan davon bin. Wenn ihr allerdings Jackhammer findet und Longarm habt, dann würde ich sagen, nehmt Jackhammer definitiv mit. Denn das ist in dem Fall, um Bullets zu zerstören, gerade auch gegen den Throne-Fight, schon extrem gut, definitiv. Aber ja, das heißt, wir haben fast alle Charaktere durch. Noch ein Charakter wartet auf uns, nämlich der gute Fisch. Für den habe ich den B-Skin natürlich ebenfalls unlocked. Das ist das einzig Gute an Fisch, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Das war der heutige Part von Nuclear Throne mit Eis. Ich hoffe, der heutige Part hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Nuclear Throne im letzten Character Showcase, bevor wir dann zu den Chars oder nur noch die Chars spielen, die uns auch wirklich Spaß machen. Wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde.